Herzlich willkommen zu Gamers Week. Ich bin Mr. Kurab und das gab's letzte Woche in der Gaming-Welt. Das Internet reagiert auf die Enthüllung der Xbox One. Es gibt mal wieder neue Studien zu dieser ewigen Killerspieldebatte und Valve führt bei Counter-Strike ein ungewöhnliches neues System gegen Cheater und Hacker ein. Wie üblich erstmal ein kurzer Rückblick. Der konzentriert sich diese Woche fast vollständig auf die kommende E3. Microsoft hat versprochen, auf der Messe ein historisches Rare-Franchise zu zeigen. Das könnte unter anderem ein neues Banjo und Kazooie, Killer Instinct oder Perfect Dark bedeuten. Nintendo hat bekannt gegeben, dass mehr oder weniger parallel zum Event vor Journalisten, von dem ich schon berichtet habe, auch ein Nintendo Direct ausgestrahlt werden wird. Das soll dann endlich neue Infos zu Spielen wie dem Mario Kart oder Smash Bros. Für die Wii U liefern. Und anscheinend nimmt sich Square Enix ein Beispiel an Nintendo. Die haben mit Square Enix Presents jetzt nämlich auch ein Live-Video-Format angekündigt, das sie während der E3 ausstrahlen werden. Oh hey, und wer hätte das erwartet? EA ist auch mal wieder dabei. Die haben zwar letzte Woche noch gesagt, dass nichts für die Wii U bei ihnen entwickelt wird und die Konsole doch so unglaublich scheiße ist, aber am Dienstag wurde dann plötzlich bekannt gegeben, dass sehr wohl Spiele für die neue Nintendo-Konsole entwickelt werden, wenn auch nicht so viele wie für die PS4 oder die Xbox One. Die Frage ist natürlich, welche Spiele sind das jetzt? Frostbite 3 unterstützt ja die Wii U nicht, beziehungsweise wurde noch nicht mal darauf getestet. Ich habe hier die Vermutung, es könnte sich um einige der Star-Wars-Spiele handeln. Es wurde zwar bereits gesagt, die werden mit Frostbite 3 gemacht, aber hier hat EA auch nicht das letzte Wort. Star Wars gehört Disney und Disney mag Nintendo. Disney kommt sehr gut mit Nintendo klar. Könnte also gut sein, dass sie da ein Veto einreichen und sagen, nächste, ihr macht das auch für die Wii U. Ich vermute, auf der E3 gibt es da ein bisschen Klarheit. Zu letzterer, also der E3, gibt es sowieso einen riesen Haufen Gerüchte, da gibt es praktisch täglich was Neues. Auf einige davon werde ich in den Sony- und Nintendo-spezifischen Videos eingehen, hier habe ich aber einfach nicht den Platz oder die Zeit dazu. So, Dienstag wurde ja die Xbox One endlich präsentiert. Und ihr habt in einem Video schon meine neutrale Meinung zu der Präsentation gehört. Jetzt hat auch das Internet darauf reagiert. Die Xbox One ist offiziell eine Lachnummer und Microsoft gleich mit. Hauptkritik an der Präsentation ist, dass es praktisch keine Games zu sehen gab, über die Hälfte der Präsentation sich auf die TV-Features konzentriert hat, das meiste, was wir in Games gesehen haben, EA Sports war und zum Beispiel bei Call of Duty ein viel zu großer Fokus auf diesen gottverdammten Call of Duty-Hund gelegt wurde. Dazu kommen dann noch Sachen, die nach der Präsentation rausgekommen sind, die vielen Leuten sehr sauer aufstoßen. Zum Beispiel keine gebrauchten Spiele, keine Rückwärtskompatibilität oder der Kinect-Zwang. Hierzu sind allerdings jetzt noch ein paar neue Informationen rausgekommen. Was zum Beispiel die gebrauchten Spiele angeht, wurde jetzt verspätet noch gesagt, dass das sehr wohl möglich sein wird, auch ohne Gebühr. Wie und in welcher Form und wieso überhaupt erst was anderes gesagt wurde, wissen wir aber noch nicht. Was die Rückwärtskompatibilität angeht, hat Microsoft aber auch einen ziemlich blöden Kommentar abgegeben. Das ist kein Wunder, dass das Internet mies drauf ist. Ich zitiere hier mal, wer Rückwärtskompatibilität will, ist wirklich rückwärts. Ich meine, klar, es ist kein so ein super Feature, das ich unbedingt haben will. Es ist nett, wenn es da ist, aber ich kann auch ohne es leben. Aber so einen Kommentar dazu abzugeben, das ist nicht wirklich clever, Leute. Und bei dem Kinect-Zwang ist jetzt ein älteres Patent von Microsoft aufgetaucht. Ich erspare euch jetzt das ganze technische Kauderwelsch. Kurzum, mit diesem Patent könnte Microsoft Folgendes machen. Wenn ihr auf der Xbox jetzt einen Film schaut, mit Video on Demand oder sowas, zum Beispiel mit ein paar Freunden, dann schaut Kinect sich im Raum um und schaut, wie viele ihr seid und passt den Preis des Films entsprechend an. Immerhin, in der Theorie könnte man das mit diesem Patent machen. Ich muss dabei sagen, ich habe hier noch keine klare Meinung zur Xbox One selber, einfach weil abgesehen von der Präsentation und eben diesen durchgesickerten Informationen wissen wir noch praktisch so gut wie gar nichts über die Konsole. Da kann man sich noch keine Meinung bilden. Die Präsentation selber war aber eine absolute Katastrophe. Ich meine, Himmel, die haben das Internet doch praktisch herausgefordert. Kleines Beispiel, aus allen möglichen Kombinationen für Home oder Menü oder Homescreen oder sowas, nehmt ihr allen Ernstes Xbox Go Home als Sprachbefehl, um ins Hauptmenü zu gelangen? Ernsthaft? Damit fordert ihr uns doch praktisch heraus, blöde Witze darüber zu machen. Ich meine, Himmel, ihr seid Microsoft, euch gibt's schon länger als das Internet. Ihr solltet's eigentlich besser wissen. Inzwischen ist die Xbox One im Internet die totale Lachnummer geworden. Und zwar nicht nur auf Seiten, bei denen es um Games geht oder sowas, sondern auf allen möglichen anderen Seiten, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Das Ding ist eine Running Gag geworden. Und das beschränkt sich nicht nur aufs Internet. Mal kleines Beispiel. Die Verkaufszahlen der Wii U bei Amazon UK sind kurz nach der Präsentation um 875% gestiegen. Das ist von Platz 390 auf Platz 40. Und das nur durch diese Präsentation. Microsoft verkauft die Wii U besser als Nintendo.
Anderes Beispiel, die Aktien von GameStop sind seit dem Reveal um über 17,2% gefallen. Einfach weil die Xbox One ja allem Anschein nach keine gebrauchten Spiele wiedergeben wird. Da gab es zwar jetzt eine neue Aussage, aber die hat kaum einer mitbekommen. Wie gesagt, Microsoft wird auf der E3 richtig was machen müssen, sonst wird die Xbox One noch vor dem Launch richtig Probleme haben. Jetzt mal weg von der E3 und zu einem ganz anderen Thema. Es gibt mal wieder ein paar Studien zu dieser ewigen Killerspieldebatte. In der ersten Studie wollte man herausfinden, auf welche Art von Gegner Spieler eigentlich am aggressivsten reagieren. Und es hat sich herausgestellt, menschenartigen Gegnern sind die meisten Spieler gegenüber aggressiver. Also verbal, beschimpfen, mehr fluchen und so weiter. Das Ganze hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf die körperliche Gewaltbereitschaft. Da sagt auch der Forscher dahinter, Rory McLaurin, extra, dass er Verallgemeinerungen vorbeugen will. Ich zitiere, wir können über gewalttätige Videospiele und Aggression den ganzen Tag reden, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir werden keine Antwort finden und in der Lage sein zu sagen, dieses Spiel ist gut und dieses Spiel ist schlecht. Es wird nie so einfach sein. Die zweite Studie ist in dem Sinne sogar noch schöner für uns. Da hat man nämlich versucht herauszufinden, ob Videospiele mit entsprechenden Inhalten zu Gewalt bzw. Kriminalität führen können. Am Ende ist herausgekommen, dass es einige viel stärkere Faktoren dafür gibt. Genauer gesagt, die Umwelt bzw. Umgebung und auch genetische Faktoren in Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld. Auch hier ein wunderbares Zitat. Leute mögen moralische Einwände gegen Inhalte in Medien haben, sprich Videospielen, aber die Frage ist, ob diese Medien zu kriminellem Verhalten führen können. Die Antwort darauf ist offensichtlich nein. Schön, dass auch mal ordentliche Studien von Leuten, die auch was davon verstehen, durchgeführt werden. Weil diese beiden Aussagen sind ziemlich genau das, was wir Gamer schon seit Ewigkeiten versuchen, in die Dickschädel der Medien zu kriegen. Bis jetzt hat's nicht geklappt, vielleicht ändert sich das ja jetzt mal. Ich rechne nicht wirklich damit, aber hey, man darf ja wohl noch hoffen dürfen. Und wo wir gerade bei Killerspielen sind, Valve probiert bei Counter-Strike Global Offensive gerade ein neues System gegen Cheater und Hacker aus. Das Ganze nennt sich Overwatch und ist noch in der Beta. Da werden dann qualifizierte und erfahrene Spieler zu sogenannten Investigators, also Ermittlern. Die schauen sich dann Berichte und Anschuldigungen gegen Hacker, Cheater oder andere Leute, die den Spielfluss unterbrechen oder einfach Leuten das Spiel versauen durch und verhängen, wenn nötig, dann auch Bans. Diese Investigators können sich die Replays ansehen, sprich sie können direkt verfolgen, ob derjenige wirklich schuldig ist oder ob der dann nur getrollt wird. Ein Fall wird immer von mehreren Investigators durchgesehen und am Ende schaut auch ein Admin oder Game Master nochmal darüber. Ein ähnliches System gibt es hier schon bei League of Legends mit dem sogenannten Tribunal. Ich finde, das ist ein klasse System und es gibt vor allem so ein gewisses Sicherheitsgefühl, weil klar, ich weiß, es gibt immer irgendwo im Hintergrund die Admins und Game Master, aber man hat auch nie wirklich das Gefühl, dass die da sind oder dabei sind, solange man nicht gerade ein Ticket schreibt. Aber wenn man jetzt weiß, hier mein Mitspieler da ist, irgendwie ein Investigator oder sowas, klasse Sache. Ich finde vor allem, es sollte in mehr Spielen solche Systeme geben. An sich sollten Spieler viel stärker involviert werden in solche Sachen. So Sachen wie Kickstarter zeigen ja auch, dass wir das gerne wollen. Die Unternehmen und Firmen müssen das nochmal machen. Aber jetzt eure Meinung zu diesen Sachen. Was haltet ihr davon? Schreibt es am besten in die Comments, dann können wir da ganz in Ruhe drüber diskutieren. Davon abgesehen, wie gesagt, das Sony und das Nintendo Video versuche ich in den nächsten Wochen noch vor der E3 logischerweise rauszubringen. Es gibt nächste Woche auch noch ganz normal Gamers Week. Zur E3 werde ich das normale Format dann aber aussetzen. Genauere Informationen darüber kommen noch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte helft es zu verbreiten. Zeigt es Freunden, wem auch immer, liked es, wie auch immer. Wir hören uns dann vermutlich in ein paar Tagen schon wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Mr. Kurab.